Wow, das ist Gästezimmer. Das ist Gästezimmer, ja. 大家好，我是 Toby， 我回来了，谢谢你们等我。最近更新有点慢，谢谢大家关注我。我现在在德国，大家都知道，德国人非常爱汽车。德国人在欧洲人里面最爱旅游，特别的是，德国人最爱的就是开自己的车旅游。但是今天我要介绍一个特别的车。哇哦！cooles Wohnmobil. Wir sind auf der Zwischenreise. Wir fahren nämlich nach Peking. Es war weite Reise, aber wir haben gedacht, das lohnt sich. Das dauert ja Monate. Wir probieren's mal. Das sieht sehr gemütlich aus. Ja, tritt ein. Room Tour. Den Tisch kannst du noch ausziehen. Können hier vier Personen sitzen und essen. Genau. Das ist eure Kommandozentrale. Genau hier. Genau. Mit unserem Navi, wo wir die Route eingeben haben Richtung Peking. Oh, wow. Zwischenstopp in Kasachstan. Hier siehst du, wie viel Frischwasser drin ist. 100% Grad. Ah, oh, wow. Okay. Das hier ist fürs Abwasser. Haben wir jetzt gar nichts drin. Aha. Und das hier ist die externe Batterie, die wir hier zusätzlich eingebaut bekommen haben. Okay. Küche, alles da. Hier. Drei Herdplatten, alles mit Gas. Okay. Der Kühlschrank hier läuft mit Gas. Das Waschbecken, Besteck, Töpfe. Wenn wir mal abends Zeit haben, können wir hier ein bisschen Fernsehen schauen. Da unten haben wir noch eine extra Batterie. Damit laden wir unsere Handys. Ah, cool. Über Photovoltaikanlage, die oben auf dem Dach ist. Der Weg in den Himmel. Ah, die hier. Genau. Ah, habt ihr noch eine lange Reise vor euch? Seid ihr gut gestärkt? Habt ihr heute schon was gegessen? Nee, noch nicht wirklich. Ich glaube, sie haben ihr Lob hier ziemlich leid. Sie haben nicht ja auch gut. Cool, was ist das? Hast du selber gemacht, Tobi? Oder? Können wir etwas holen? Was kostet so ein Wohnmobil? Also ca. 45.000 haben wir gezahlt. Dafür haben wir aber auch echt viel verkaufen müssen. Eigentlich so ziemlich alles, aber. Da haben wir gedacht, das sind materielle Werte, das ist uns der Traum wert. Wir wollen flexibel, unabhängig bleiben, die Welt bereisen. Oh, und dann haben wir gedacht, komm, wir tauschen einfach alles ein und machen uns auf und davon. No risk, no fun? So ist ja, genau. Die Banane. Was kostet sowas zu mieten? 120 Euro am Tag. Wie viele Tage habt ihr jetzt eingeplant bis nach China? Ah, da sind wir flexibel. Ja, wir machen lieber mehr Zwischenstopps, schauen uns noch die Welt an, bis wir in China sind. Aber wir denken, so in zwei Wochen sollten wir es vielleicht schaffen. Oh. Optimistisch, ja. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. Hier, guck mal. Ja, was macht ihr, wenn euch das Geld ausgeht? Müssen wir uns halt einen Job suchen. Wir machen das dann so Travel-Work-mäßig. Okay. Wenn wir das Geld verprasst haben, dann müssen wir wieder arbeiten. Wir können sein Jelly. Wir können so so. Jelly, hier ist Mimi. Nimm mir Zeit, Zeit. Nein, ich kann sie sauer. Nimm mir kann ich ja. 1, 2, 3 Miau. Zeig Jelly, kann ich sie sauer. Jelly, ich bin durch, ja. Ja, ich glaube, wir sind fertig. Probieren wir jetzt. Wirklich gut. Ein bisschen was Scharfes ist mit drin. Noch irgendein Gewürz. Ja, das schmeckt voll intensiv, aber voll lecker. Magikraut. Krass, ja. Ja, kennt sich super aus. Kann man eigentlich auf dem Weg nach China überall einfach anhalten oder muss man da bestimmte Plätze aufsuchen? Da gibt es mittlerweile eine App. Da gibt es auch immer wieder Empfehlungen für kostenfreie Stellplätze. Also. Ich jetzt? Kannst du Wasser umsonst oder kostenlos? Wieder auffüllen oder auch Wasser entleeren. Ja. Oh, baust du das Klo aus? Dann Lea, bei der Zirso, teile das schon. Das Gästezimmer. Das ist Gästezimmer, ja. Normalerweise kannst du für Fahrräder rein. Oder wie wir jetzt zum Beispiel unsere Camping liegen. Also da war irgendwas Scharfes drin. Scharf? Ja. Ja, also riesen Respekt für diese großen Reise. Ja, ja, schauen wir mal, was ihr noch bereithält für uns. Spannende Zeit, ne? Ich habe noch ein Geschenk für euch. Wow, geil.
Dann müssen wir schon mal 3 Tage weniger arbeiten gehen, um das Essen reinzuholen.